do have differing perspectives on the problem, but Barack Obama und Wladimir Putin haben Meinungsverschiedenheiten. Das kann jeder ohne Übersetzer verstehen, dank der Körpersprache. Auf dem G8-Gipfel in diesem Luxushotel in Nordirland streiten die Mächtigen der Welt vor allem über Syrien. Die USA und die anderen Staaten stehen auf der Seite der Rebellen. Russland hält zum Regime und liefert Bashar al-Assad sogar Waffen. Russland ist nicht die wichtigste militärische Stütze des Regimes. Das ist der Iran. Aber Russland ist der wesentliche diplomatische Schutz. Es versucht, dem Assad-Regime diplomatischen Schutz zu gewähren. Die eigentlichen Streitkräfte werden vom Iran und von der Hisbollah gestellt. Der britische Premierminister David Cameron als Gastgeber des G8-Gipfels spricht auch eine Übergangsregierung in Damaskus an. Aber Assad hält in einem Interview mit der FAZ an seinem Amt fest. Er warnt, auf Waffenlieferungen an die Rebellen könnten Terroranschläge in Europa folgen. Der internationale Minimalkonsens ist eine Friedenskonferenz. Natürlich sind wir nicht völlig einer Meinung, aber wir alle wollen die Gewalt in Syrien stoppen und den Anstieg der Opferzahlen beenden. Und wir wollen die Lage friedlich lösen, auch indem wir die Parteien zum Verhandlungstisch in Genf bringen. Diese Genfer Konferenz hatten Russland und die USA vorgeschlagen. Auch Deutschland und Frankreich stehen dahinter. Bisher ist aber weder klar, wann diese Konferenz stattfinden soll, noch wer daran teilnimmt.